Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zum zweiten Teil des Schweizer Miniriffs. Es hat sich ein bisschen was getan, deshalb bringen wir jetzt schon wieder eine neue Folge. So wie gesagt, wenn was passiert, wenn was ist, hauen wir es raus. Aber was genau passiert ist, soll euch der Moas das gleich selber erzählen. Und glaubt ihm nicht alles, was er erzählt. Ich melde mich später nochmal. Bis nachher. So, hallo, liebe Aquarianer-Freunde. So, ein kleines Update von meinem Becken. Wie man hier sieht, habe ich es ziemlich voll mit Korallen gepackt. Sind ein paar Euphilias dazugekommen, ein paar Gorgonien. Ja, und eine pumpende Xenia ist da, Affenhaar. Also, ja, korallenmäßig würde ich mal sagen, ist erstmal gut. Daniel würde sagen, da ist noch eine Menge Platz. Also da geht definitiv noch was. Ja, ich habe mir auch ein paar Tiere geholt. Da ist eine Königsgarnele, zwei Schwertgrundeln. Irgendwo versteckt sich noch auch ein Lippfisch, Streifenlippfisch. Wo ist er denn? Hab ihn gleich vorher gesehen. Naja, irgendwo wird er schon sein. Aber einfach, dass ihr es wisst, da ist noch ein Streifenlippfisch. Ich habe die Weißbandgarnelen geholt, die sind da unter dem Abschäumer. Und wie schon gesagt, die zwei Königsgarnelen. Ja, ich habe mir auch ein paar Einsiedler geholt, ein paar grabende Schnecken. Hier. Ja, und der Grund, warum ich das letzte Mal nicht vor der Kamera war, ist, naja, ich sah aus wie ein Neandertaler. Oder aquaristisch gesprochen, wie ein Meerandertaler. Einen Moment. So, ich wollte euch das nicht antun, aber Daniel hat mich dazu gezwungen. Hallo zusammen. So. Ja, ich habe auch ein bisschen Strömung erhöht. Hier ist noch eine Strömungspumpe, weil ich gemerkt habe, dass echt wenig Strömung da drin war. Ja, und auch gute Nachrichten von der Hystrix da hinten, die bildet schon neue Zweige. Nach 3 Wochen. Auch nicht schlecht. Ja. Und da das Becken mittlerweile einen Verbrauch hat, habe ich mir das Fauna Marine Balling Light geholt. Momentan dosiere ich noch von Hand, aber bald wird sich das ändern. Hier unten sieht man die 3 Kanister. Da oben kommt noch eine Dosierpumpe ran. Sobald ich sie kalibriert habe, sobald ich die Zeit da gefunden habe, aber im Moment dosiere ich von Hand. Naja, noch was wollte ich euch erzählen. Und zwar diese Gorgonie hier, die macht jetzt seit 2 Tagen zu. Und diese Gorgonie hier auch. Ich kann es mir ehrlich nicht erklären, aber ich denke mal, die haben solche Phasen. Bald werde ich auch mit der Kohlenfilterung beginnen. Das wird dann dieser Filter sein, den ich am Anfang vorgestellt habe. Ich habe da einfach jetzt im Moment Probleme mit den Saugknöpfen.
muss gute Saugnöpfe finden und dann kommt der hier hin und der gibt auch nochmal Strömung. Also ja, und den Filter da hinten, den Powerfilter, den behalte ich auch noch eine Weile. Es ist wenig, was ich sagen will, aber wichtig. Und zwar habe ich ja gesagt, oder der Daniel hat es gesagt, wir versuchen das System mit dem All4Reef zu versorgen. Das hat leider nicht so geklappt, weil die Differenzen zwischen KH und Calcium, Magnesium, habe ich keinen Verbrauch gehabt, aber der Unterschied zwischen den beiden war wirklich groß. Und es ist ja so, dass beides erhöht wird mit dem. Also kurz und knapp gesagt, es hat leider nicht funktioniert. Ich kenne Aquarianer und Becken, bei denen das durchaus funktioniert hat, weil jedes Becken ist ja anders. Warum es bei mir nicht funktioniert hat, kann ich leider nicht sagen. Deswegen mache ich jetzt ja das Balling Light von Fauna Marine. Weil ich habe euch ja in einem Video erzählt, dass ich jetzt Balling Light Fauna Marine mache. Und vorher haben wir groß von dem All4Reef gesprochen. Wollte nur eben sagen, warum ich das nicht mehr dosiere. Für, wie gesagt, für manche andere mag es gut klappen. Für mein Becken nicht. So, ich habe sehr wenig Phosphat in meinem Becken, so dass ich jeden Tag dosieren muss. Und würde ich nicht dosieren, gäbe es schon lange eine Limitierung. Und weil das so ist, dachte ich erstmal, dass mein Phosphattest nicht gut ist. Und das war auch so, aber das wusste ich erst, als ich diese Multireferenz von Fauna Marine benutzt habe, geprüft habe. Wie ihr es hier unten seht, mit denen kann man auch PO4 prüfen. Danach habe ich mir einen anderen Test geholt. Der vorherige Test war von Salifert. War ein bisschen alt. Leider habe ich mir den Refill Set geholt, also Nachfüll Set. Da ist fast nichts Zusätzliches dabei, was sonst bei so einem Testkauf ist. Ich habe beispielsweise keine schwarze, wie sagt man eben, so eine schwarze Schachtel, wo man dann das Glas reinlegt und dann gut ablesen kann mit einem Pfeilchen dran, wie viel das es ist mit den zwei Gläsern und so. Daniel hat euch ja gezeigt, wie das funktioniert. Aber zum Glück habe ich ja hier schon die richtigen Reagenz. Und ja, schlussendlich hat es dann doch irgendwie funktioniert. Ja, und jetzt stelle ich euch die Dosierpumpe vor. So, wie versprochen, erzähle ich euch noch was kleines bisschen über meine Dosierpumpe. Die muss noch kalibriert werden, muss ich noch ein bisschen Zeit dafür finden, bin noch, ja, war noch zu faul dafür, war aber nicht zu faul, von Hand zu dosieren. Komisch, ja? So, das ist sie. Die kommt auch hier hin, nachher. Es ist eine Jibao Autodosing Pump DP4. Die kommt dann so hin, hier. Diese drei Kanister, Ballingkanister, die kommen dann hier hin. Und dann geht es hier mit den Schläuchen runter. Und dann hier hoch nach hinten, da ist ein Spalt. Da kommen die Schläuche durch. Und dann hier hoch, da hinten. So. Ja,
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen, würde ich mal sagen. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, Leute, ihr seht, es läuft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich auch nicht mit so einem großen Erfolg gerechnet, dass jetzt mittlerweile schon die ersten Korallen sagen, okay, wir haben uns gewöhnt und wachsen. Okay, eine Hysterix ist eine, die sowieso in Anführungszeichen relativ zügig wächst normalerweise, aber dass sie jetzt schon anfängt zu wachsen, zeigt mir, dass das System auf einem guten Weg ist. Womit wir dann beim nächsten Punkt wären, das Thema Gorgonien. Da sieht es im Endeffekt so aus, denke ich mal, dass es mit den Nesselgiften zu tun hat von den anderen Korallen. In so einem kleinen System ist es halt in meinen Augen notwendig, das dementsprechend rauszuholen. Es kann natürlich auch sein, dass es noch an anderen Werten liegt, aber nichts, was wir jetzt halt messen könnten. Deshalb gehen wir hin und setzen dann jetzt die Kohle ein. Und dann werden wir beim nächsten Mal sehen, ob das was gebracht hat oder nicht. Ja, Fakt ist aber auch, dass dieses Becken jetzt in der dritten Woche sehr gut da steht. Man muss unter anderem auch sagen, Moas ist da ständig dran und ist ständig am Messen. Ich blende zwischendurch immer mal jetzt die weiteren Werte ein. Das muss dann auch so. Wenn man ein Becken so starten will, beziehungsweise so startet, muss man da am Ball bleiben. Man muss die Werte messen, man muss das Material da haben, um eingreifen zu können. In diesem Fall halt Phosphat muss nachdosiert werden. Und das jetzt über einen Zeitraum X. Wir werden sehen, er hat ja jetzt Tiere eingesetzt. Vielleicht reicht es ja im Endeffekt schon fast. Es kommen definitiv hier noch Tiere dazu. Und dann werden wir sehen, wie sich das System das ja, im Prinzip entwickelt. Und ja, noch ein kurzes Wort zum Umstellen auf das Balling Light. Wir haben im Prinzip dieses System, so wie wir es jetzt gestartet haben, nicht ja, stabil hingekriegt. Wir hatten Ausreißer in den Werten gehabt, die wir nicht haben wollten und nicht steuern konnten. Man gibt im Prinzip ja nur eine Flüssigkeit rein. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das System schlecht ist, um Gottes Willen. Es gibt genug Becken, die mit diesem Off-Reef sehr gut laufen. Aber hier in diesem Becken hat das jetzt eben halt nicht so funktioniert. Deshalb haben wir das Ganze umgestellt auf Fauna Marine Balling Light. Da können wir KH, Calcium und Magnesium separat steuern, so wie wir es brauchen. Und ich sage es mal, von meinem Empfinden her, und ihr wisst, mein System läuft auch über Balling Light, ist es ein System, was man besser steuern kann. Lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt. Ja, Leute, alles in allem steht das Becken sehr gut da. Ich bin eigentlich auch erstaunt, weil so viele Beckenstarts, richtige Beckenstarts, habe ich ja auch noch nicht hinter mir. Beziehungsweise eigentlich schon, aber ist schon was länger her. Und ich bin eigentlich wirklich erstaunt, dass das Becken in der dritten Woche so gut da steht. Man muss aber jetzt allerdings auch sehen, dass wir die entsprechenden Systeme gewählt haben. Also wir sind jetzt aus Balling Light übergegangen, was man, ich sage es mal, besser einsetzen kann, besser steuern kann, weil halt verschiedene Werte da besser mit angepasst werden können. Dann halt die Phosphatdosierung. Da habt ihr dann auch ja mitbekommen, dass man selbst die Tests überprüfen sollte, damit man auch auf einem relativ sicheren Level ist. Okay, dass er jetzt natürlich einen Refill-Test gekauft hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber okay. Alles in allem, wie gesagt, das Becken steht ganz gut da, läuft auch gut, hat Verbrauch. Er muss halt wirklich im Moment wirklich nachmessen und dranbleiben, um alles vernünftig hinzubekommen. Ich denke, das schafft er, so wie das im Moment da steht. Strömungstechnisch wird sich auch noch was ändern. Da kann ich schon mal was sagen, dass da in nächster Zeit eine andere Pumpe reinkommt. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss für heute. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen da. Und solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder mal was raushaue oder mal wieder ein neues Video von mir online steht. Abo kostet euch nichts, bringt hier meinen Kanal immer dann auch ein kleines Stückchen weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Weib aus Meerwasser, was auch immer, Tagebuch, Produktvorstellung oder kurz erklärt. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Ciao.